So, heute ist Montag, der 22. Ich bin gerade aufgestanden oder vor einer Stunde, hab gefrühstückt, mir ein bisschen Fußball angeschaut. Auf jeden Fall fangen heute die Klassen an und da nehme ich euch mit. Ja, in meinen ersten Schultag. Schauen wir mal, wie es werden. Ich habe jetzt als allererstes Englisch 101. Ja, mal schauen. Bin echt gespannt. Dann habe ich noch nachher Spanisch und noch Geschichte. Ja. Wir sehen uns gleich dann mal in Englisch. Genau. Ciao. So what that means is let's split it into two parts. So first of all, if we hit midterms and you guys still have not turned any papers, I'm not taking them after. So, ich hatte jetzt meine erste Klasse. War ganz okay. Ich glaube, am Ende des Tages mache ich nochmal so ein, ja, ein Recap, wie alles war. Jetzt ist 9. Ich bin jetzt was essen oder was frühstücken halt. Hab mir hier das geholt, Kaffee und so ein Vitamingetränk, weil ja, das Frühstück ist. Soll ich sagen, es ist okay, aber nichts Geiles. Deswegen ja. Auf jeden Fall meine nächste Klasse ist Spanisch. Darauf bin ich echt gespannt. Und ja, wir schauen dann mal nachher später. Ich habe jetzt 2 Stunden Pause. Und dann um 11 Uhr habe ich erst wieder Spanisch. Ja, wir sehen uns dann in Spanisch, denke ich mal. Oder nach Spanisch. So, ich bin jetzt auf dem Weg. Zu Spanisch, habe gerade eben noch mal in der Pause, ja, noch mal ein bisschen was geübt, so wie man sich vorstellt. Bin jetzt echt gespannt und ja, wir sehen uns gleich in Spanisch dann. So, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen windig. Ich bin gerade auf dem Weg, ja, mir jetzt was zu essen organisieren, weil ja, ich bin fertig mit meinen Kursen heute. Ich hatte jetzt noch Geschichte und Spanisch. Wollte da jetzt nicht unbedingt Videos machen, weil ich das nicht so passend finde, vor allem am ersten Tag. Aber ja, also war ganz cool. Wir sind Spanisch und in dieser Englischklasse eher so weniger Schüler. Hätte mal gesagt, so höchstens 20 rum. In dem Englisch eher weniger noch sogar. Vielleicht so 15. In Geschichte sind wir, glaube ich, so 30 oder so. Das ist schon viel mehr, aber die Lehrer sind auch ganz nett. Ja, jetzt muss ich so, ich bin jetzt ja, jetzt muss ich mir was zu essen organisieren, muss dann auf jeden Fall, also es ist windig, falls man mich ein bisschen schlechter hört, muss dann auf jeden Fall Englisch muss ein paar Sachen für Spanisch machen für Mittwoch und für die nächste Woche auch schon am besten. Ja, ich werde mir jetzt mal noch was zu essen suchen, weil ich glaube, die Mensa hat hier schon zu oder die Cafeteria halt. Wenn nicht, hier hat es auch so Chick-fil-A, Panda Express. Ich glaube, ich werde dann, hole ich mir bei diesem Panda Express was, weil das ist so Reis, also das ist chinesisch. Dann habe ich halt Reis, also irgendwann was Gesünderes. Aber ja. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich, denke ich mal, am Arbeiten bin oder halt am Sachen erledigen und mein Essen gefunden habe. Also, das Dining Set hatte doch offen. Ich habe mir was geholt jetzt. So, ja, Reis mit Hühnchen. Ja, ich esse schnell was. Dann gehe ich auf mein Zimmer, mache mein Zeug und schaue ein bisschen Fußball an. Vielleicht geht es nachher noch ins Gym, wenn alle dabei sind. Mal schauen. Bis nachher. So, also, ich bin jetzt in meinem Zimmer. Muss jetzt hier ja, ein paar Aufgaben machen. Für Spanisch. Ja, hier. Also, ich zeig's euch mal. Muss da jetzt irgendwie so ein Quiz machen. Muss mal schauen, wie das ist. Ich erledige jetzt
die ganzen Aufgaben. Du musst, glaube ich, noch Vokabeln lesen und Textbuchseiten lesen, ja. Und dann eigentlich sogar am besten direkt für die nächste Woche schon das Zeug machen. Ja, muss ich jetzt mal schauen, wie ich das alles hinbekomme. Und ob ich alles schon machen kann, so. So, ich war jetzt im Gym. Heute war Beintraining. Es tut einfach nur alles weh, vor allem weil ich. Wann war denn das? Vor 3-4 Monaten eine Adduktorenzerrung hatte. Und Adduktoren zum ersten Mal wieder trainiert habe und es einfach nur weh tut. Aber auf jeden Fall jetzt für die Entspannung genau in Jacuzzi. Darauf habe ich jetzt Bock. Bisschen schwimmen. Also, wir waren gerade in der Sauna, im Jacuzzi und ein bisschen schwimmen. Das Gym sieht so aus. Perfekt. So, wir sind jetzt gerade hier auf dem Campus. Da gibt es gerade Free Pizza, aber ich werde mir hier keine holen. Ich werde, so gut es geht, das durchziehen, keine Pizza hier zu essen. Ja, einfach weil es keine Pizza ist. Ich gehe nachher mir was zu essen holen im Dining Center, auch was Gesünderes, und dann mal schauen, was heute noch geht. Ich muss noch ein paar Hausaufgaben machen und ja. Also ich bin jetzt zurück in meinem Zimmer. Ja, wir waren dann noch was essen kurz. Jetzt ist auch schon 20 Uhr. Ich bin übelst kaputt. Wir wollen eigentlich noch irgendwas machen. Mal schauen, ob ich dabei bin, weil ich bin irgendwie echt kaputt. Ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat der kleine Vlog jetzt mal gefallen. So. Heute war der erste Tag, wo ich Klassen hatte. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Aktiviert auch die Glocke. Und schreibt auch Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ich noch besser machen kann, natürlich. Und ja. Und sieht sich.